Hallo Leute, ja, wir sind hier am Trading Depot und müssen schauen, dass wir mit den Händlern handeln können. Liegt irgendwie noch ein kleines Problem vor, dass das nicht geklappt hat. Ich gehe aber fast davon aus, dass unser Broker nicht anwesend ist. Der müsste da sein, damit das dann auch mit dem Handeln klappt. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns da dann nach dem Logo drum, ne? Bis gleich auf dem Großbildschirm. So, das heißt, wir gehen hier ins Handelsbüro. Das geht ja nicht. Das heißt, wir haben schon die Waren hier drinnen liegen, glaube. Das haben wir schon gemacht. Ja, da müssen wir eigentlich nur warten, bis der da kommt, oder? Aber wann kommt der? Oh, da ist er. Gut, dann halten wir mal gerade an. Ah, jetzt geht auch Trade hier. So, jetzt müssen wir schauen. Das bringt Geld, das sollte er mitnehmen. Den Fisch kann er auch haben, der stinkt nur. Und Wheelbarrows gehen auch. Dann sind die alle weg. Vom Gewicht her, laut White 558 kann er, das ist auch gut. Jetzt müssen wir nur gucken, was wir noch haben wollen. Kann man das einklappen? Ja, Cut Games, Blocks, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, 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 brauchen wir nicht. Cages. Da ist hier was mit der Ziege. Dann gucken wir mal, dass wir die da freikriegen vielleicht. Barrels, da brauchen wir auf jeden Fall nur Barrels, wenn was drin ist. Cave Spider in einem Barrel. Also den Spinnen wohl drin hat. Waffen, Zero Barrel, aber Zero brauche ich nicht. Rum brauchen wir, wenn. Bier brauchen wir. Da ist nochmal Bier drin und da ist Wein drin. Okay. Buckets brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, Short Swords brauchen wir nicht, Spears brauchen wir nicht, Crossbows brauchen wir nicht, Picks brauchen wir nicht, Trainingsaxt brauchen wir nicht, auch nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, Bucklers, Helms, Capes, das brauchen wir erstmal alles nicht, Gauntlets, Mittens, Box, was, Boxes? Ah, das sind nur Truhen sozusagen, ich hätte jetzt eine Nestbox gerne gehabt. Keine Ahnung, ob es die noch gibt, vielleicht ist sie auch mehr im Spiel drin. Bugs. Bags, nicht Bugs. Weed Seed. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Da wäre mir Dinkel Cup oder sowas. Sowas. Sweet Pot, ja, ich glaube, das können wir auch nehmen. Da ist Sand drin, okay. Dimple Cups, da sind sie doch. Okay, dann haben wir hier noch Bins. Was ist da drin? Leder wohl. Achso, nee, hier ist aufgeklappt und dann sieht man, das ist da drin. Warte mal, dann kann ich das hier auch aufklappen. Nee, da kann ich es nicht aufklappen. Komisch, na egal. Bins. Leather Bin. Nee, Leder brauche ich nicht. Stoff brauche ich. Achso, das sind schon automatisch aufgeklappt. Amulets brauche ich nicht. Bolzen brauche ich auch nicht. Krone brauche ich nicht. Earrings brauche ich nicht. Large Gems brauche ich nicht. Anvil brauche ich. Ja, jetzt aber noch nicht. Fleisch, da müssten wir mal gucken. Fisch wollen wir nicht, haben wir gerade verkauft. Pflanzen brauchen wir ja. Dinkelcups. Oh, da unten ist schon hier zu schwer. Traders Lost. Okay, das heißt, wir haben jetzt schon zu viel ausgewählt, dass der schon Verluste macht. Also gerade mal so ein bisschen Profit macht. Warte mal, lass uns noch mal gucken. Thread. Fäden brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Ist jetzt irgendwie noch was bei, wo ich unbedingt sagen müsste, das möchte ich haben. Was ist in den Backpacks? Nichts dran, ja, gut. Käse brauchen wir nicht, Splint Scratch brauchen wir nicht, Scrolls brauchen wir nicht. Codices, keine Ahnung, wofür die gut sind. Und Papier. Das, ja. So, das heißt, das kann auch noch zu. Plump Helmets. Was haben wir denn noch alles gehabt hier? Fleisch wollten wir auch noch haben, ne? Aber das war schon alles zu teuer. Warte mal, ach so, die Bins können wir alle zumachen, da wollen wir auch nichts haben. So, Dimple Cup wollen wir haben, Sweet Pot wollen wir auch haben. Ja, da war die Ziege, die brauchen wir jetzt nicht. Ach, hier ist das Bier. Rum und Wein. Nehmen wir mal Wein raus. Und die Ziege nehmen wir auch raus. Dann hat er 146 Profit. Ich glaube, das lassen wir mal so und gucken, ob er das macht, oder?
Ist er übergewichtig? Nein. Traden wir. Even with your combined trades goods, such as they are, I can't fathom you ending up with the items you desire. Ah, das heißt, er möchte doch noch ein bisschen mehr Profit machen. Gut, dann machen wir die Seeds hier nicht. Ist ja gleich 50, ne? Auch jetzt ist er ja zufrieden, dann muss er ja schon gehen. Warte mal, dann Seeds back. Was hat man denn noch? Plump Helmets. Ah, dann mache ich da mal 5 weniger. Also er will immer noch mehr haben. Ja, komm, dann machen wir das, wenn es grün ist, ne? Dann macht die raus, dann ist grün, dann muss es ja jetzt passen, oder? Ja, jetzt hat er gehandelt. Thank you for your business. Okay, dann haben wir das schon hier jetzt erledigt. Da haben wir schön gehandelt. Jetzt können wir auch mal das Spiel weiterlaufen lassen. Jetzt müssen wir nur gucken. Die packen das ja jetzt alles hier hin, denke ich mal, die Fässer und sowas. Und wir müssen schauen, dass wir noch weiter bauen. Also fürs nächste Mal brauchen wir, was ist hier für ein Alert noch? Okay, der kann weg, weil das ist schon gut. Was ist das? Also, okay. Hier müssen wir auf jeden Fall einen Workshop gerade basteln. Mit Crafts. Damit die an der Sit können wir bauen. Und da vorne müssen wir noch was aushöhlen, damit die da auch hingehen können. Weiß gar nicht, ob ich das so geplant hatte. Oh, okay. Der hat schon einen schweren Stein mit zum Bauen. Und dann müssen wir weiter gucken, dass wir definitiv auch einen Workshop haben als Distiller. Closing, das muss unter Farming sein. Ja, da ist es. Dann brauen wir unsere Getränke da. Machen wir auch so. Er buddelt da schon rein. Und dann müssen wir noch gucken, dass wir jetzt Felder auch haben, wo wir Seedpots anpflanzen können und das. Okay, das Scrollen muss ich mir merken, dass ich das mit der Shift-Taste hinkriege. Und ich weiß nicht, was das hier, Black Sand Cavern Floor, ob man hier was anpflanzen kann. Ich gehe fast von aus. Aus dem Grunde machen wir jetzt mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und da die Tür hin. Soll er das mal ausheben? Dann wollen wir hoffen, dass wir da was basteln können. Wenn da das ist, dann könnten wir doch hier den Farming-Plot basteln, oder? Hier ist ja zu Ende. Das heißt, wir machen hier ein Lager hin. Fünfer Lager, wie viel haben wir hier gemacht? Ein Sechser Lager, gut, dann machen wir da noch ein Sechser Lager hin. Hier kommt eine Tür rein und dann kommt hier das hin, da und dann kommt hier wieder ein Sechser Lager hin zum Rein- und Rausbringen. Und hier können Sie gleich die Klamotten dann reintragen, wenn wir hier was pflanzen können, das weiß ich noch nicht. Dafür brauchen wir, glaube ich, eine Zone, ne? Farming Plot oder sowas. Sand Fishing Dungeon Water Sources Pit Pond. War es das? Ne, ne? Meeting Area Dining Hall Pen Pastur. Das ist. Ich glaube, das ist es, oder? Probieren wir es aus. Click the play area to pen to zoom. Ja, habe ich. Designate the zone as the top of a pit. Citizen will not fill the pit below with water. Ich möchte jetzt select animals to be dropped into the pit. Oh. Ach, das ist für Tiere. Shit, da war das falsch. Pit und Pond steht da ja auch. Ja, okay, das heißt, wir können die Zone mal löschen. Remove the zone permanently. Das war richtig. Jetzt haben wir noch einen Fehler gemacht, den wir dann nochmal korrigieren müssen. Meeting Area Bedroom. Wo ist denn Farming Plot? Ist das hier mit drin? Sieht eigentlich nicht so aus. Ich habe jetzt gedacht, dass es das wäre. Aber wir können das ja mal gerade checken.
Kann man ja wegmachen, ne? Das ist genau das gleiche in Grün. Das ist also, warum das jetzt dann. Pen-Pasteur, okay. Water Source, Dungeon, Fishing, Sand, Office, Dormitory, Barracks. Gather Fruits, da ist das, was wir brauchen. Accept. Also, was ist hier? 4 Jahreszeiten. Gather Fruits and Trees and just above this zone. Requires a step ladder. Und jetzt muss ich noch. Ah, okay, da kann ich jetzt nichts. Ich glaube, das ist auch nicht richtig. Oder? Gather Fruits. Repent the Zoom, ne? Gather Fruits and Vegetables from Shrubs in the Zoom. Da Fallobst aufheben. Dieses Farming Plot brauche ich trotzdem noch. Irgendwie ist das auch nicht das, was ich brauche. Irgendwie ist das auch nicht. Wo bin ich denn da falsch? Jetzt abgebogen. Construction sind Wände und sowas. Das ist es nicht. Ich brauche einen Farming Plot. Wo finde ich den Farming Plot, ey? Workshop. Furniture. Das sind Zunes, sind das. Definitiv, oder? Burrows. Ja, das ist aber nicht, was ich brauche. Es ist definitiv eigentlich hier. Ich gehe bestimmt schon 10-mal drüber, ne? Aber mit Cent, das ist doch jetzt hier nicht das, was ich brauche, oder? Nein. Click existing soon to select wo ist das? Meeting Area, nein. Bedroom, nein. Dining Hall, nein. Das ist es alles nicht. Water Source, nein. Dungeon Boy, auch nicht. Fishing, nee, mache ich hier auch nicht. Sand. Eigentlich Gather Fruits. Was mache ich hier falsch? Da ist das auch richtig. Warte, wir machen das nochmal. Accept. Wenn ich das jetzt anklicke? Nein, ne? Kann ich nicht anklicken. Da muss jetzt so ein Symbol sein, oder? Da ist es doch. Klicken wir das Ding so und haben wir. Aber ich weiß nicht, wie ich was pflanzen kann. Keine Ahnung. Workshop. Farming. Planter. Wo ist der Planter? Nestbox. Hier, Alter. Da sind die Nestboxen, die ich suche. Der Farmer ist hier. Der kommt jetzt mal da rein. Permission, Chest Lock. Ah, da oben ist es jetzt hingewandert, okay. Wo sind denn unsere Hühner? Weil die brauchen Nestboxen. Hier sind sie. Das heißt, was war das jetzt? Workshop, Farming, Nestbox. Hier ist eine Zone für unsere schicken Hühner. Wo bewegen die sich denn? Jetzt müsste man auch sehen, wo die Zone ist, ne? Aha, da muss ich sie setzen und ich brauche erst einen Workshop, um die. Ja, aber ich konnte die doch hier nicht bauen, oder? Wo konnte ich denn die Nestboxen bauen? MN, nix da.
Das muss doch beim Carpenter eigentlich gehen, oder? Ich weiß es nicht. Okay, ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich rausgefunden habe, wie man Farmplot macht, ne? Und das nächste mit den Nestboxen, wo die sich leicht sind. Bis dann. Ciao.